Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Shoot. Heute stelle ich euch mein Weihnachtsgeschenk vor, das ich von meiner Freundin geschenkt bekommen habe. Und zwar ein Schmidt Robin K31 aus der Schweiz im Kaliber 7,5x55 Swiss. Ich wünsche viel Spaß. Wer hat's erfunden? Ja, vorweg etwas Geschichte zum K31. Das K31-Gewehr ist technisch eine Besonderheit. Ist wie gesagt von Schmidt Rubin aus der Schweiz, wobei der Herr Schmidt das Gewehr gemacht hat und der Herr Rubin das Kaliber. Es ist ein Geradezugrepetierer, das heißt, man muss beim Repetieren keinen Kammerstängel nach oben und zur Seite bewegen, dann nach hinten ziehen, wieder nach vorn und wieder runter. Nein, das ist beim K31 alles viel einfacher. Man macht einfach nur Ritsch, Ratsch und das war's. Also einfach nach hinten, nach vorne, fertig. Das K31 ist der Nachfolger vom sogenannten Gewehr 11. Ja, das wurde also 1911 bzw. 1913, da sind wir ein bisschen kleinlich und so. Ja, also wurde ebenfalls eingeführt und das G11 ist der Nachfolger vom Infanteriegewehr Modell 1889. Das war also das erste Gewehr mit diesem Geradezugsystem. Ebenfalls von Schmidt Rubin und so haben wir jetzt im Grunde die Historie zusammen, also 1889, 1911 und eben 1931, da sind wir dann jetzt hier im Grunde das modernste Gewehr mit Geradezugsystem, das in der Schweizer Armee geführt wurde. Geführt wurde das K11 von 1933 offiziell, die ersten 200 gab es schon 1931 zum Testen, aber offiziell 1933 bis 1958, danach wurde dann auf ein modernes Sturmgewehr, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, umgerüstet, aber tatsächlich wirklich lange im Dienst gewesen, das K31, und hat eine lange Tradition eben bis wirklich 1889 zurück. Und ist eine geile Knarre, muss man auch einfach mal jetzt so sagen. Ja, insgesamt vielleicht noch erwähnenswert, bevor wir uns jetzt den technischen Details widmen. Es ist ein wirklich wunderschönes Gewehr, hervorragend verarbeitet, quasi die Schweizer Uhr nur als Knarre. Wer hat's erfunden? Technische Features bei der K31 sicherlich herausragend für die Zeit ist, ja, es hat ein wechselbares Magazin mit 6 Schuss. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber anderen Gewehren, zum Beispiel das Mauser 98 von den Deutschen hatte kein wechselbares Magazin. Ja. Mosin Nagant M9130 oder auch später die M44 hatten ebenfalls kein wechselbares Magazin. Das K31 hatte eins. Das Magazin hat auch noch eine zweite Funktion, nämlich wenn es leer geschossen ist, ich den Verschluss zurückziehe und wieder nach vorne führen will zum Nachladen, dann sperrt mir das Magazin den Nachladevorgang. Das heißt, ich weiß als Schütze, Ding ist leer, muss ich neu laden. Dann macht man eben so, steckt es wieder rein und könnte, wenn da eine Patrone drin wäre, ich habe das Magazin jetzt nicht ganz eingeführt, damit ich den Verschluss nach vorne kriege, könnte man dann nachladen. So, dann hat das K11 natürlich wie die meisten Infanteriegewehre auch, ich vermute mal vielleicht sogar alle, eine einstellbare Kimme und ein einstellbares Korn. Die Kimme geht von 100 Meter bis 1500 Meter. Sehr optimistisch. Ich habe das Gefühl, alle irgendwie im Ersten und Zweiten Weltkrieg haben von ihren Waffen wirklich sehr optimistische Entfernungen erwartet. Ne? Ballistisches Schießen und so, quasi so, ja. Egal. Aber man kann es eben einstellen, ist natürlich für Sportschützen nicht ganz unwichtig, weil wenn ich mal auf 300 Meter schieße, brauche ich hier nur so auf 300 Meter schieben und dann müsste das eigentlich passen. Und wenn ich auf 100 Meter gehe, schiebe ich es natürlich wieder zurück auf die 100 und dann ist alles gut. Kommen wir mal zum Lauf. Der Lauf ist nicht frei schwingend bei diesem Gewehr. Beim G11 war er das meines Wissens. Da war hier vorne so ein kleiner Aluring. Der ist beim K31 nicht mehr da und der Lauf ist vorne festgeklemmt. Man kann das eigentlich immer ganz gut testen, ob ein Lauf frei schwingt, indem man vorne das mal festhält und am Lauf wackelt. Wenn er sich offenbar keinen Millimeter bewegt, dann schwingt er nicht frei. Freischwingen heißt, dass der Lauf hier über die gesamte Länge nirgendwo aneckt. Das hat den Vorteil, wenn der Lauf heiß wird, dehnt er sich ja aus und verspannt sich nicht irgendwie hier, ne, im Handschutz oder so, was natürlich für die Präzision eher scheiße ist.
Ich habe aber gelesen, beim K31 soll das nicht so das Problem sein. Die sollen sogar diese Spannung hier vorne brauchen. Wenn man die abmacht, kann es passieren, dass die Präzision sogar schlechter wird. Warum das so ist, keine Ahnung. Schreibt mir einfach einen Kommentar, wenn ihr das genauer wisst als ich und mehr Bock hatte, das zu recherchieren. Ich würde mich freuen. Wo wir gerade schon vorne beim Lauf sind, da sieht man ja noch dieses nette Ding hier. Dieses kleine Stäbchen. Das ist nicht, wie man vielleicht zuerst annimmt, ein Putzstock, so wie beim Mose in der Gun. Da ist nämlich hier vorne so der Putzstock reingesteckt. Nein, das hier ist die Führung für ein Bajonett. Da kann man nämlich vorne so ein Bajonett draufstecken. Und es gab auch zum Beispiel Gewehrgranaten für das K31. Da kam dann auch so eine Apparatur hier vorne drauf. Und dann konnte man so Gewehrgranaten da reinstecken, die man dann mit dem Gewehr so abschießen kann. Man kennt das aus Computerspielen, so zum Beispiel Day of Defeat oder so. Da kennt man das auch von den Amerikanern. Die hatten auch so Gewehrgranaten und so. Gibt es fürs K31 auch. Komme ich natürlich nicht ran. Brauche ich allerdings auch nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Obwohl, wenn die Zombies kommen... Ganze Horde mit einem Schuss, auch irgendwie cool. Mal im Hinterkopf behalten. Dann hat das K31 natürlich auch noch eine Sicherung. Und eine wirklich gute Sicherung, muss ich sagen. Die ist nicht ganz so fummelig wie zum Beispiel die von Mose in der Gun. Wir hatten das ja in einem anderen Video schon mal gesehen. Kann ich vielleicht nochmal verlinken hier unten irgendwie oder so. Da habe ich dann meinen Mosin Nagant vorgestellt. Und da haben wir ja gesehen, dass die Sicherung von Mosin eher so für russische Bergarbeiter ist mit solchen Pranken. Also ich kann sie nicht gut bedienen, weil sie wirklich sehr schwergängig ist, weil man wirklich gegen diese ganz starke Feder arbeiten muss. Und beim K31 ist das aber wirklich relativ easy. Ich drehe es mal um. Ich hoffe, ich kriege es auch irgendwie gehandelt in diesem Winkel. Da zieht man einfach da dran, dreht das so und dann zack, rastet das ein. Und jetzt... kann ich nicht mehr abziehen. Ist also wirklich sehr einfach zu bedienen. Genauso andersrum. Zack, zack. Und jetzt kann ich abziehen. Und das Schöne ist, ich kann also den Verschluss, kann ich beim Mosin auch, ist aber beim Mosin, wie gesagt, relativ schwer, kann den Verschluss hier auch einfach von Hand spannen. Also ziehen. So, jetzt ist der Schlagbolzen gespannt. Das hat den Vorteil, dass ich die Waffe so führen könnte, nämlich mit einer Patrone in der Kammer, aber eben nicht gespannt. So, und wenn dann die Action losgeht, dann kann ich einfach so machen und wäre dann feuerbereit. Das hat den Vorteil, dass ich die Waffe sicher führen kann, bis ich eben wirklich mit der Waffe schießen muss. Dann wird eben gespannt und dann geht's los. Was absolut geil ist an dem Gewehr, das muss man wirklich sagen, ist der Abzug. Also das ist für ein Infanteriegewehr ein total untypischer Abzug, weil er ein so geringes Abzugsgewicht hat. Ungefähr 1100 bis 1200 Gramm. Das ist ultra wenig zum Vergleich. Also der Industriestandard, den die Wehrmacht bei Mauser an den Mauser 98 gestellt hat, war immer, der Abzug muss 2,5 Kilo Abzugsgewicht haben. Der hier hat also gerade mal etwas über 1000 Gramm, 1100, 1200, wie gesagt. Und das ist für ein Infanteriegewehr sehr, sehr wenig. Der Abzug ist ein Druckpunktabzug. Er hat also zwei Stages. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Manche Worte fallen mir auf Deutsch gar nicht mehr ein. Ich sage Two-Stage-Trigger. Ja, was heißt das auf Deutsch? Zweistufiger Abzug. So, zweistufiger Abzug. Also mit Druckpunkt und dann eben mit dem geringen Abzugsgewicht. Ich kann es mal kurz demonstrieren. Ich ziehe jetzt wirklich ganz wenig nur. Und das... Der Schuss bricht und er bricht sauber. Also es ist nicht irgendwie am Kratzen oder so. Das ist wirklich ein ganz trockener, sauberer, leichter, geiler Abzug. Also der ist zum Sportschießen, glaube ich, richtig genial. Und ich bin schon wirklich gespannt, wie das Ding auf 100 Meter schießt. Das herausragendste Merkmal des K31 ist sicherlich das Verschlusssystem, also der geradezu Krepetierer. Und deswegen würde ich sagen, ich drehe die Kamera jetzt mal um und dann schauen wir uns mal so ein bisschen den Verschluss an, weil das wirklich eine interessante Technik ist, die einen näheren Blick lohnt. Wer hat's erfunden? Schauen wir uns den Verschluss mal ein wenig gezoomt an. So sieht das Ganze aus. Repetieren ist wie gesagt ziehen nach hinten. Wir können auch mal gucken, was dann dabei passiert. Schauen wir mal. Ich ziehe jetzt mal vorsichtig nach hinten. Und dann sieht man schon, dass der Verschluss sich beim Schieben dreht. Ja, da sieht man es. So, ich werde den Verschluss jetzt mal entfernen. Dann gucken wir uns mal an, wie das passiert. So, dazu muss man einfach nur den Verschluss ganz nach hinten ziehen. Dann hat man hier einen kleinen Hebel, da muss man drauf drücken. Natürlich ein bisschen schwierig jetzt. So, und zack ist der Verschluss draußen.
Nehmen wir das Gewehr mal beiseite und schauen uns das jetzt mal im Detail an. Hier sieht man also beim Verschluss vorne, hier ist also eine kleine Führung eingefräst. Und an dem Teil, womit ich ziehe, ist hier so eine kleine, ja, eine kleine Führung, die eben da reinpasst. Und beim Ziehen drehe ich quasi also durch diese Schiebebewegung, drehe ich den Verschluss, spanne damit also den Schlagbolzen. Und das ist im Grunde auch schon das ganze Geheimnis. Das ist also relativ simple Technik, muss man sagen. Es ist einfach nur eben diese Führung, die hier reingefräst ist. Und die Energie beim Repetieren quasi eben automatisch in diese Drehbewegung lenkt. Sehr simpel, sehr einfach, geniale Idee. Und es ist wirklich erstaunlich, warum niemand anders auf diese Idee gekommen ist, weil ich persönlich finde das ziemlich genial, das so zu machen. Ja, zum Einsetzen des Verschlusses ist im Grunde relativ easy. Man macht das Ganze rückwärts, schiebt also das ganze Teil einfach wieder hinten rein. Dann muss ich natürlich jetzt das Magazin rausnehmen, denn wie ich ja schon sagte, wenn das Magazin drin ist, kann ich den Verschluss nicht nach vorne schieben. Zack, und das Ganze ist wieder drin. Das Magazin rein, übrigens auch sehr, sehr leicht geht. Ja, so sieht der Verschluss aus. Genial, einfach, gute alte Schweizer Handwerksarbeit und ja, genial. Wer hat's erfunden? Kommen wir zu den Schwächen des Gewehrs. Obwohl es erstmal augenscheinlich nämlich keine hat, hat es doch welche. Und zwar Schwächen, die ich nicht unbedingt als marginal bezeichnen würde. Also da solltet ihr wirklich drauf achten. Dazu hole ich noch mal eben kurz den Verschluss raus. Und zwar gibt es im Bereich der Verriegelungswarzen. Das sind diese Dinger hier. Ja? Und die sorgen dafür, dass der Verschluss durch den Gasdruck, den die Patrone erzeugt, nicht rausgepfeffert wird. Und diese Verriegelungswarzen haben manchmal bei einigen KN30 ein Problem mit der Materialfestigkeit und können über die Zeit hier, so in diesem Bereich da, also an den Kanten quasi, können die Haarrisse bekommen. Und da müsst ihr wirklich drauf achten, wenn ihr so ein Ding habt, einfach ab und zu mal gucken, gerne auch mit einer Lupe dabei. Weil, wenn diese Verriegelungswarzen beim Schuss reißen, dann kriegt ihr eine Reizung. Nämlich fliegt euch dieses Teil, das ungefähr, schätze ich mal, so ein halbes Kilo wiegt, fliegt euch in die Fresse. Und das bleibt auch stecken. Und das dauert, glaube ich, auch lange, bis es wieder rausgeeitert ist. Ist also nicht ganz ungefährlich. Und deswegen prüft die Verschlüsse beim K31. Ist wirklich wichtig. Wegen der Sicherheit und so. Ne? Also das ist, sollte man schon machen. Ich habe das Teil untersucht. Bei mir ist also nichts dran. Ich kann keine Haarrisse erkennen. Und auch insgesamt so sieht der Verschluss noch. Ja, er sieht zwar gebraucht aus, aber ich habe schon schlimmere gesehen. Wer hat's erfunden? Mein Fazit zum K31 ist ganz klar, es handelt sich hierbei um ein wunderschönes Stück Waffentechnik. Wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, quasi die Schweizer Uhr nur als Knarre. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie es schießt. Es soll sehr präzise sein, also die Schweizer K31 wie auch die G11. Haben eine sehr hohe Grundpräzision, höher als zum Beispiel irgend so ein Nagant oder, ne? Also da kann man wirklich was mit reißen. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wie sich das so schießt. Wichtig zu erwähnen ist auch noch, sage ich mal so, die Vorteile, die das Gewehr hat, wie zum Beispiel das wechselbare Magazin, das Geradezugsystem, auch generell so die Präzision und die Handhabung konnte das Gewehr natürlich nie irgendwie unter Beweis stellen, dass es irgendwie anderen Waffensystemen aus der Zeit überlegen ist, weil die Schweiz sich ja klugerweise immer aus allem rausgehalten hat. Finde ich übrigens politisch gesehen auch eine sehr gute Taktik. Man muss nicht jeden Scheiß mitmachen und irgendwelche Länder wegen Öl überfallen oder so. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Macht man sich eigentlich mehr Feinde als Freunde mit? Sollte man vielleicht einfach mal überdenken, diese Taktik. Nach diesem kleinen Seitenhieb auf den Imperialismus,
bleibt noch zu sagen, dass ich das Ding bald schießen werde, nämlich nächsten Samstag. Eingetragen ist es schon. Ich war also schon bei der Waffenbehörde heute, habe alles schön eindrucken lassen in meine Waffenbesitzkarte und fahre Samstag zu einem German Rifle Association Treffen nach Wiesloch, werde ein bisschen filmen, unter anderem auch den K31. Ihr dürft also gespannt sein, bleibt noch das Übliche. Wenn dir das Video gefallen hat, bla bla bla. Ciao. Wer hat's erfunden? Die Schweizer.